Ja, liebe Freunde, einigen von euch ist es zum Glück gleich aufgefallen. Ich habe die falsche Videodatei hochgeladen, die von gestern, weil die Minutenanzahl ähnlich war, ich dasselbe T-Shirt anhatte. Pfui, habe ich mich vertan. Deswegen jetzt das richtige Video, verzeiht es mir. Und los geht's. Ja, liebe Freunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich wünsche euch erstmal einen wunderschönen Montag. Die Woche startet. Ja, leider. So ist es aber nun mal. Wir sehen uns den Cryptospace an. Der Blick ins Portfolio ist doch heute wunderbar. So macht der Montag doch etwas Spaß. Wir sehen uns natürlich XRP News an, warum diese Rallye, wenn sie denn kommen sollte, anders sein wird als alles, was wir bis davor gesehen haben. Die News, die Spekulation rund um das Urteil, das eventuell noch diese Woche ansteht, werden wir sehen. Wir gucken uns da auch ein paar Nachrichten an, auch nochmal zu Franklin Templeton und der SBI Holding, die möglicherweise ETFs in Japan starten wollen. Solana, Casper News, auch ganz, ganz wichtig, also nicht Casper, sondern Casper, CSPR. Ihr lasst mir sehr gerne einen Kommentar, ein Like da zum Montag, haut den Like-Button richtig durch die Decke, das pusht den Algo hier auf YouTube so richtig. Natürlich kostenlos ein Abo, wenn du neu dabei bist, wie gewohnt nach dem Intro. Peace. Ja, erstmal Grüße an alle neuen Abonnenten, die übers Wochenende dazugekommen sind. Das sind wirklich einige gewesen. Also herzlich willkommen natürlich auch an die OGs des Kanals. Und ich habe mal eine kleine Frage gleich zu Beginn. Wer von euch ist denn hier schon länger als 2 oder 3 Jahre dabei? Haut mir das gerne mal in die Kommentare. Ich weiß, Mick, Nopetzi, die sind schon ewig dabei, um nur einige zu nennen. Sorry, wenn ich da irgendjemanden jetzt nicht genannt habe. Haut es mir gerne mal in die Kommentare, wer hier schon sehr, sehr lange dabei ist oder vielleicht sogar schon von Anfang an. Würde mich mal interessieren. Okay, also der Cryptospace, Bitcoin, jetzt habe ich die Krypto-Heatmap schon weggemacht, war ich noch gar nicht so weit. Bitcoin bei 70.000, knapp 70.000. Er hat sie mal kurz, ganz kurz angekratzt. Jetzt sehen wir natürlich auch etwas Gewinnmitnahmen. Ja, ihr hört vielleicht das Baby im Hintergrund, ist momentan leider so. Kann man nichts machen. Kann man nichts machen, hört sich böse an. Macht auf jeden Fall Spaß, ins Portfolio zu schauen. Der Bitcoin 4 and Greed Index bei 74, auch das extrem gut. Wir sind bullisch unterwegs, die Trendmarken sehen auch sehr, sehr gut aus. Wir sehen uns auch gleich nochmal XRP an. Warum? Auch wenn er jetzt hier sich wirklich nicht gut im Vergleich zu den anderen Kryptowährungen entwickelt, warum die 60 US-Dollar Cent so wichtig sind. Bitcoin habe ich gerade gesagt, die Bullen sind zurück. Naja, wie die Newsseiten dann immer gleich schreiben. 69.500 Dollar, der Kryptomarkt in Bullenstimmung. Ja, viele sagen, das hat mit Trump zu tun und mit der Rede. Mir im Endeffekt egal, ich kann mir das nicht so wirklich vorstellen. Aber ich hatte das doch irgendwie im Gefühl, wer gestern mein Video gesehen hat, dass diese Woche sehr, sehr bullisch wird. Wenn wir uns das anschauen, einfach nur schön. Wir nähern uns wieder der 73.000 US-Dollar, die wir hier hatten. Wann war das? Am 14. März 24, 5 Monate schon wieder her. Muss man sich auch mal überlegen, Wahnsinn. Und wir gehen doch wieder Stück für Stück in diese Richtung. Trotzdem, es ist immer wieder auf diesem Weg nach oben zum neuen All-Time-High, was kommen wird, damit zu rechnen, dass wir auch noch krasse Rücksetzer sehen werden. Also macht euch auch auf irgendwie Dips, Major Dips bereit. Das wird kommen, es wird nicht ausbleiben. Wir gehen kurz zu Casper Network, hält den Betrieb wegen Sicherheitslücken vorläufig an. Ich hatte ja schon mal meine Meinung zu Casper gesagt. Ich war da selbst investiert oder bin noch investiert, wollen wir es mal richtig sagen. Aber ich bin von diesem Projekt gar nicht mehr überzeugt, weil mir auch der Chart absolut nicht gefällt, wenn wir den All-Time-Chart ansehen mit 98% im Minus, 98%, ja. Das ist eine Nulllinie. Auch in der Jahresperformance, Monatsperformance, da ist nicht wirklich signifikant irgendeine Nachhaltigkeit zu erkennen. Jetzt wurde das Netzwerk auch noch angehalten. Ich weiß nicht, ob man sich vielleicht von diesem Asset, ich lasse es natürlich auch im Portfolio, will da hoffentlich noch ein paar Prozente machen, dann auf jeden Fall trennen. Gefällt mir gar nicht gut, diese Entwicklung. Passiert einfach nichts. Solana.
Solana ist so, so wichtig. Ich werde hier noch zum Solana-Fanboy. Wer meine Videos vor 1,5 Jahren gesehen hat, als dieser FTX-Crash war, Solana da auch involviert war, runter auf $12 ist, ach, hätte ich doch nur mal eingekauft. Aber ich habe halt auch nicht mehr an dieses Asset geglaubt, dass es jemals wieder hochkommt. Doch Solana hat mich eines Besseren belehrt. Und da auf jeden Fall gehen absolute Props raus an die Entwickler. Sehr, sehr stark. Hat den Binance Coin jetzt auch überholt in Bezug auf der Marktkapitalisierung, auf die Marktkapitalisierung. Und das auch nicht wenig. Solana, eine schnelle Blockchain, extrem günstig, hoher Durchsatz. Klar, die Sicherheit hat da immer mal gelitten, aber auch da sind sie besser geworden. Wirklich, Solana kann in den nächsten Jahren Ethereum gefährlich werden. Muss noch viel passieren, aber für den Bullrun schätze ich Solana sehr, sehr stark ein. Die Market Cap momentan 89 Milliarden US-Dollar. Ich schätze, dass Solana irgendwo Richtung 300, 400, eventuell sogar 500 Milliarden geht. Ähnlich wie das Ethereum in dem vorigen Bullrun hatte. Also hier sind wirklich Kursmarken von 500 bis $800. Ist hier alles möglich, liebe Freunde? Okay, das dazu. Ich habe auch einen Bericht oder ein Video gesehen von einem YouTuber, war glaube ich Jay Trading, bin mir jetzt nicht ganz sicher. All in Solana, hohes Risiko, hat er ein Video gemacht. Kann man natürlich machen, wenn man all sein Geld jetzt da reinpumpt und das Ding vervierfacht, verfünffacht sich. Auf jeden Fall eine Rendite, aber High Risk natürlich in ein Asset zu gehen. XRP-Prognose, jetzt kommen wir zu XRP Ripple News, könnte bei dieser Rallye alles anders sein. XRP erlebt aktuell mehrere Ausbruchversuche, was wir in den letzten Wochen mitbekommen haben, und erhält sich ganz, ganz wichtig beim Support von 60 US-Dollar. Also das ist momentan der Support, 60 US-Dollar Cent, habe ich 60 US-Dollar gesagt, wäre natürlich schön für die Zukunft, hoffen wir alle drauf, spekulieren wir alle drauf. Bitcoin klettert jetzt Richtung 70.000, eventuell 80.000, ihr werdet sehen, dass XRP dann hinterherzieht, sollte jetzt wirklich in den nächsten Tagen, was absolut möglich ist, das Urteil kommen oder der Vergleich, wie auch immer, obwohl ich gesagt habe, Vergleich wäre, ja, würde dann ausschließen, dass irgendeiner der beiden Parteien nochmal in Berufung gehen kann. Aber jetzt wollen wir nicht zu weit ausholen, ist dieses Level ganz, ganz wichtig, und XRP wird kontinuierlich Richtung 1 US-Dollar steigen. Das erstmal wichtig, und das nächste wichtige Niveau liegt dann bei 70 bzw. 72 US-Dollar Cent. Wäre geil, und dann darf auch gerne mal der Kurs den Dollar halten. Wäre doch schon mal, da hoffen wir doch alle drauf. Okay, auch immer mehr News, immer mehr Gerüchte in den sozialen Medien, natürlich schon seit Wochen, dass die Einigung da kommt. Irgendwelche Sunshine-Meetings, die da immer abgehalten werden, wird viel rein interpretiert. Auch ich habe gehofft, dass hier am, ich glaube, wann war das, am 25. oder als sie das Meeting ausfallen lassen haben, dass da irgendwas passiert. Da gebe ich nun nichts mehr drauf. Jetzt hoffen wir alle, dass am 1. August etwas passiert. Aber die XRP-Community ist sehr, sehr optimistisch, auch viele Analysten, Prozessbeobachter, dass dieses Urteil eventuell noch diese Woche kommt. Ja, ich sag's euch, hier ist was im Busch, sage ich immer wieder. Japans erster Bitcoin-ETF soll bald über Franklin Templeton und die SBI Holding kommen. Franklin Templeton und die SBI Holding, hatte ich ja gestern schon gesagt, gründen ein neues Unternehmen und bereiten sich darauf vor, Bitcoin-ETFs in Japan einzuführen. Das neue Gemeinschaftsunternehmen wartet derzeit auf die behördlichen Genehmigungen aus Japan, um die ETFs dann ja, zu starten. Das wäre eventuell dann auch wichtig. Wir wissen, die SBI Holding richtig dick in Partnerschaft mit Ripple natürlich. Eventuell auch dann mal da nachzufragen oder nachzuforschen, wie sieht es denn aus mit XRP, mit einem XRP-ETF in Japan. Vielleicht dort erstmal ja, der Start in einem anderen Land ausrollen, weil wir wissen ja auch, BlackRock ließ verlauten, dass das Interesse an XRP-ETFs, Solana-ETFs nicht so da ist. Bei den institutionellen Anlegern in den USA, da ist Bitcoin und Ethereum absolut gefragt. Also, dass da irgendwann ETFs kommen, halte ich absolut für möglich, aber das wird
eventuell noch eine Weile dauern. Deswegen vielleicht erstmal hier wäre auch eine richtig geile Nachricht. Erster XRP-ETF in Japan. Wo ist eigentlich egal? Hauptsache ein ETF. Diese Nachricht hatte ich ja gestern. SBI Holding und Franklin Templeton als Partner in Bezug auf XRP-ETFs. Wie gesagt, sind alles nur Denkweisen, alles nur Gerüchte. BingX wollte ich noch mal kurz mit reinhauen. Da bin ich ja jetzt verpartnert mit dieser Börse und ich würde mich wirklich extrem freuen. Ich habe schon sehr, sehr viele oder sehr gute Anmeldungen. Vielen Dank dafür. Wenn ihr euch über meinen Link registriert, momentan läuft da auch noch ein Event. Ihr bekommt 80 Dollar als Bonus, wenn ihr das KYC-Verfahren macht. Und dann könnt ihr immer noch andere Sachen, wenn ihr Trading-Volumen erreicht, bekommt ihr nochmal 100 Dollar. Wenn ihr 100 Dollar einzahlt, nochmal 100 Dollar obendrauf und so weiter und so fort. Und ihr könnt auch hier unter Wealth die Grid Trading Bots ausprobieren. Genau, die hier ebenso wie bei Pionex ganz einfach zu bedienen sind. Das ist dann dieses KI-Trading, von denen viele reden. Auch das Einzahlen möchte ich nochmal kurz zeigen, was hier besonders ist. Einzahlen. Wenn ihr hier das Netzwerk, erstmal USDT natürlich eingeben, mein Freund, die Netzwerke, das gefällt mir hier auch richtig gut. Ethereum-Netzwerk, das Tron-Netzwerk, die Binance Smart Chain, Ton, Polygon, Solana, Arbitrum, Optimism. Ihr habt hier sehr, sehr viele Netzwerke zur Verfügung, finde ich sehr fortschrittlich. Also wie gesagt, wenn ihr mich unterstützen möchtet, eure Spotkäufe könnt ihr auch dort tätigen, also ganz normal Kryptowährung kaufen, 800 Stück an der Zahl. Und jetzt kommen wir noch zu einem Meme-Coin, den hat mir ein guter Bekannter aus dem Crypto-Space auch mal empfohlen. Stell dir mal deiner Community vor, das Ding kann wirklich gut abgehen. Und zwar heißt der Tomb-Kinator, also hier ein bisschen auf Terminator angelegt, Terminator natürlich angelegt. Und der Token ist gerade im Private Sale. Also wirklich gerade ein begrenztes Angebot. Hier auf Buy Now habt ihr die Token-Adresse und ihr bekommt 40% Bonus, wenn ihr jetzt dort investiert mit Solana natürlich. Ihr habt auch eine Telegram-Gruppe, die schon ordentlich gefüllt ist. Ich habe den gar nicht auf dem Schirm gehabt, aber der hat auch schon sehr, sehr viele Follower. 28.100 Follower auf X. Also checkt dieses Projekt unbedingt mal ab. Und über 500.000 User, die auch dieses Spiel nutzen, das es schon gibt, über Telegram, über den Telegram-Bot verlinke ich euch aber alles hier unten. Also das Ganze, ja natürlich ein Meme-Coin. Sie haben es hier unten auch geschrieben in der Private Policy. Hier unten steht es auch, es ist trotzdem ein Meme-Coin, High Risk, spekulativ, wie alles andere auch. Aber hier kann man wirklich sehr, sehr gute Prozente einfahren. Für den Presale haben sie 35% bereitgestellt, für das Marketing 18%. Also das rollt jetzt erstmal richtig aus, die ganze Sache, aber dafür schon so viele Follower auf X, das beeindruckt mich doch irgendwo schon. Hier sehen wir auch die Presale-Runden. In der ersten Runde gibt es 40% obendrauf, die gerade live ist und mit jeder weiteren Runde dann immer weniger, 30%, 20%. Also wie gesagt, wir haben hier drei Runden und die vierte Runde ist dann das Token Generation Event. Auch die Adresse ist hier natürlich zum Kopieren vorhanden. Wenn ihr hier auf Buy Now geht, habt ihr hier eure Adresse, an die ihr eure Solana über die Phantom Wallet zum Beispiel schicken könnt. Checkt dieses Projekt ab. Lasst mir sehr, sehr gerne einen Kommentar, ein Like da. Ich glaube, diese Woche wird extrem bullisch. Wir schauen gleich nochmal auf den Chart, ob sich hier noch was tut. Solana sehr, sehr gut. Sehr gerne einen Kommentar, ein Like da lassen und natürlich ein Abo, dass du hier nichts mehr verpasst. Vielen Dank, bleibt alle schön gesund. Bis zum nächsten Mal. Peace.